Das ist zu hart hier gerade. Alter. Da ist die Couch. Da vorbei und da zur Kiste Bier hin. Im Boden legen, da kommen wir auch dran. Oh ja. Huch. Oh Gott. Herzlich willkommen zurück zu My Summer Car. Und damit beginnt ein wunderbarer neuer Tag. Endlich damit den Trecker zu holen, haben wir alle Fahrzeuge wieder hier, bis auf den Satsuma. Was ist da los? Oh Gott. Guck mal, direkt wieder ein bisschen rübergezogen, der Sack. Da steckt jemand im Graben fest und weißt du was? Dem helfen wir. So, komm her, Kleiner. Hilft das was? Kann der jetzt wieder fahren? Wupp! So, den Rest musst du selbst hinkriegen. Sobald du dich traust, sonst frei ist, fährst du, okay? Den Anwohnern jetzt zeigen, dass ich auch helfe. Vielleicht helfen sie mir dann auch mal, was ziemlich blödsinnige Gedanke ist, dass die mir wirklich helfen. Aber hey, Karma. Da vorne ist immer noch der Lastwagen auf der Seite. So, versuchen den mal anzuschubsen. Oh, unser Trecker steht da, liegt da auch. Oh ne, ich glaube, da passiert gar nichts. Dann können wir vielleicht sowas machen hier. Ja, unserem hat es ja auch geklappt. Ziemlich verrückt und idiotisch, weil man denkt, dass ich mitten auf der Straße bin und er mich überfährt, sobald er kann. Ah, das tut man nicht alles, um zu helfen. Tiefenentspannt. Oder kommt dann das Fahrzeug, der Bus. Fährt er weiter oder fährt er dem rein? Oh Gott, oh Gott. Es ist der Frühling der Weicheier, ja, ganz sicher, ja. Oh, oh. Okay, er fährt vorbei. Oder? Er fährt nicht vorbei. Mit seinen ollen Vectra. Ja, du, es tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, dass das nichts bringt. Ist ihm aber auch ziemlich Wumpe, ne? Oh. Okay. Die Leute hier werden sich drum kümmern, denke ich mal. Ob das gut ist, weiß ich nicht. So, du kommst wieder mit nach Hause. Ich glaube, der Dreck überholt uns gerade. Oder so. Wir können noch zurückfahren, aber irgendwie. Was ist denn da los? Die kuscheln einfach nur ein bisschen. Die haben sich einfach ein bisschen zu sehr lieb. So, ich habe hier eine kleine Rechnung offen. Oh! Meine Autoteile sind auch da. Wenn ich die jetzt auch zahle, habe ich nicht genug Geld, um den Satsuma zu reparieren. Ach komm, wir bezahlen das jetzt. Das ist nämlich Unfug, es nicht zu bezahlen. Wir nehmen auf jeden Fall auch noch eine Kiste Bier mit. Denn ohne geht ja nicht, ne? Und die im Laster ist fast leer. Das ist übrigens Nivalak Gallia. Das sind die Zusatzanzeigen, ne? So. Dann haben wir alle drei drin. Wir fahren über Loppe und gucken nach, ob der... Hier ist der Fletari, glaube ich. Ob der da ist. Und wir sind fast da. Wir kommen in den Ort geflogen. Oh Gott, wir kommen wirklich geflogen. Oh. Ja. Mit Trecker hinten dran. Der wahrscheinlich gerade verhindert, dass wir ordentlich landen. Gut, wir sind da.
Das ist aber hübsch. Die haben sich lieb. Kletari, bist du da? Nee. Dann dürfen wir es jetzt erstmal schaffen, den Laster wieder umzudrehen. Wir haben ja diesmal auch Hilfe. Der ist nämlich auch hier. Ich glaube, ich löse den mal. Wuhu! Okay, das war nicht ganz das, was ich beabsichtigt habe. Aber auch schön. Kann man hier vielleicht irgendwas anrichten? Oh, wir sind im Tank. Okay. Das ist heute der Fliegertag. Ich weiß nicht, ob ich mich dabei wohlfühle. Ohne Mist. Können wir mit dem was anrichten hier? Es wirkt fast so. Ziehen wir so die Handbremse an und heben vorne das Ding. Das allerdings scheinbar nichts bewirkt. Jawoll! Mit Gabel in der Luft. Und Vollgas in die Seite kann man dann umdrehen. Sehr gut zu wissen. Okay, der Spaß geht weiter. Wir fahren erstmal nach Hause. Ich habe gelesen, dass davon, dass der auf jeden Fall freitags hier ist. Also werden wir einfach freitags wiederkommen. Bis dann haben wir dann wahrscheinlich auch genug Geld. Dann habe ich es endlich mal wieder geschafft, alle drei Fahrzeuge zu Hause zu haben. Sehr schön. Ich möchte gerne mal wissen, ob man mit Sprühdosen... Nee, damit kann man wahrscheinlich nur den Satsuma umlackieren, oder? Kann man nicht ausgebaute Teile lackieren? Ich wollte es daran einfach mal ausprobieren, ob es stimmt. Doch! Pink! Großartig! Jetzt ist der Kotflügel... Oh, Entschuldigung. Pink! Ja. Ich fahre hier gerade so durchs Unterholz und da leuchtet was. Guck mal hier. Ich wollte eigentlich tatsächlich zu Fletari rüberfahren, um zu gucken, ob er vielleicht einfach am Wochenende nicht da ist. Und ich habe einen Stoßstangen gefunden. Sehr schön. Das ist Wasser. Das ist schlecht. Komm schon. Wir stecken in einem kleinen Tümpel, Teich, See, ich weiß nicht. Traumhaft. Das habe ich ja toll gemacht. Okay, ich versuche mal zu schubsen. Wupp und wupp. Ja. Na komm schon. Huch. Willkommen im Van. Bin ich jetzt offiziell im Van drin, oder? Ich kann auf jeden Fall die Tür betätigen. Was mir allerdings nicht sehr viel hilft. Okay, ich bin jetzt im unterm Van. Wir sind jetzt eins. Auf jeden Fall ziehen wir den Van erstmal komplett an Land. Ja. Puh. Nein, 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 nein. Nein, jetzt roll doch nicht da rein. Blödes Automobil. Ich war aber auch nicht sehr geschickt gerade beim Knöpfe drücken. Also irgendwas mache ich mit dem Wagenrad, das weiß ich. Wo steht er denn jetzt? Mhm. Mhm, das ist ja noch mal doch gar nicht so schlecht. Jawohl. Sehr schön. Jetzt ist die Sonne fast aufgegangen. Nein, nicht nochmal. Es ist gerade eben einfach mein lichter Tag geworden. Sehr gut. So. Bist du da? Nee. Ist noch nicht 8, ne?
Da sitzt er, da sitzt er. Und gibt uns nichts. Weil es noch nicht 8 ist. So. Ja, da in den Zettel muss ich dran. Achso, hat er doch jetzt schon geöffnet? Jetzt hat er geöffnet. So, wir haben ihn komplett wieder zusammen, inklusive pinkem Kotflügel. Und jetzt hat er immer noch geschlossen. Wieso quatschst du mich voll, wenn du noch geschlossen hast? Naja, gut. Aha. Oh, man kann die Sitze klappen. Das ist ja cool. So, Satana ist uns wohlgesonnen und was habe ich vor? Ich, junger Mann. So, Servicebroschüre. 50% Rabatt. Das ist schon mal super. Was haben wir denn hier? Okay, das ist die Broschüre. So. Räder gerade stellen, Bremsen reparieren, Motor reparieren, Motor einstellen, Motor tunen. Oh Gott, das ist ganz schön viel. Okay, ich möchte die Räder eingestellt haben. Bremsen kannst du nochmal checken. Achso, stimmt, 50% Discount. Ja, Motor muss repariert werden. Motor muss eingestellt werden, Motor muss getuned werden. Und ein Überrollkäfig hätte ich auch gern, aber kann ich mir noch nicht leisten. Das sind schon mal 7000. Achso, ich muss sofort bezahlen. Ja, jetzt raste nicht aus. Wie viel habe ich denn? 2800. Was können wir dafür bekommen? Motorreparatur? Nein. Motortuning kannst du schon mal machen. Wir müssen erstmal reparieren. Vorher gibt das ja gar keinen Sinn. Wir können uns Überrollkäfig einbauen lassen. Da steckt schon mal das kannst du machen. Das sind Bremsen reparieren und Räder einstellen. Ich kann den Ferndale nehmen. Meint er das Muscle-Car? Wie geil ist das denn? Ja, dann lasse ich den Van auch hier, weil eigentlich habe ich den ja dabei, um nach Hause zu kommen. Aber okay. Oh Gott. Ah, guck mal, ich kann von hier aus hinten, von hier hinten fahren. Ist jetzt sehr übertrieben. So, mal sehen. Zündung. Licht. Zündung. Ich habe kein Gurt angelegt. Es gibt kein Gurt. Alter, ist das geil. Wipers. Gear Select. Okay. Das ist eine Automatik, schön. So, wir fahren jetzt aber nach Hause, um Missionen zu bekommen. Wow! So, der Satsuma wird jetzt auch einige Zeit bei dem Fletari bleiben. Und zwar so lange, bis wir ihn komplett repariert haben. Und einen Überrollkäfig eingebaut haben, denn ich war in den Überrollkäfig kommen diese Sportgurte. Und damit ist man um einiges sicherer in der Karre. Oh, es klingelt. Das Telefon klingelt. Ich wollte eigentlich schön einparken, aber wir brauchen... Obwohl, jetzt können wir schön einparken, denn es klingelt nicht mehr. Jetzt klingelt es wieder. Großartig. Keine Ahnung, ist jetzt Licht an oder aus? Es ist aus, okay. Und auch so das Telefon ist auch aus. Ja, dann können wir auch wieder ein Stückchen vorfahren. Aber jetzt klingt das Telefon wieder. Irgendwas Wichtiges ist es. Jetzt gibt der Anruf nicht ständig. Das Auto ist heile. Sehr schön. Ja, ich habe noch nicht genug Geld, um andere Sachen zu bezahlen. Also steht er da erstmal gut. Als Fletari offensichtlich doch recht schnell. Oh, ich werde schon wieder angerufen. Achso. Was? Bring meine Karre zurück oder deine Karre sieht keinen Wein. Deine Karre wird zerstört. Was? Also, du hast mich gerade erst angerufen, dass es fertig ist. Wie schnell soll ich denn losfahren? Okay, er möchte sein Auto wieder und bedroht. Deshalb unser Auto. Das ist schlecht. Soll es doch wieder zurückbringen. Naja gut, war eh nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich habe mir mehr davon versprochen, vom Muscle Car. Morgen. Ehrlich gesagt mache ich die Sauna gar nicht mehr aus. Ich drehe immer das Thermostat und den Timer wieder an. Damit das weiterhin heiß bleibt. Ganz schön durstig geworden in der Sauna. Schwupp. So. Das Bier haben wir auch. Gut. Wir haben noch nie ferngesehen. Geht das? Natürlich geht das. Okay, Bier in Greifweite.
So. Topless Gun. Oh Gott, ist das YouTube-tauglich? Okay, besingt ihr die gleiche Frau, wie der Typ im Laden immer sagt? Egal, wir hauen uns erstmal eine Pizza rein. Und ein Bier. Könnten ruhig mal angerufen werden, ne? Kann man eigentlich da ein Feuer entzünden? Ist der Fernseher jetzt ausgegangen? Oh, es fängt wieder von vorne an. Okay. Ich möchte mal wissen, ob man hier ein Feuer entzünden kann. Ich hole mal ein bisschen Brennholz. Guck mal, wie das klappt, wenn ich erstmal nüchtern bin dabei. Ich glaube, mehr passt sowieso nicht in den Kamin rein. Oh. Ach, das Stück Holz hat die Kofferraumklappe geschlossen. Das ist so, als ob man mit seinem Auto zum eigenen Keller fährt, um Sachen, um ein Bier hochzuholen. So fühle ich mich gerade. Also ich bin jetzt aus dem Film nicht so richtig schlau geworden, aber ich glaube, das muss man auch nicht. Ich glaube, die gehen gar nicht davon aus, dass man das komplett sieht. Kann wer das jetzt hier zünden oder so? Nee. Schade. Sehr, sehr schade. So. Sehr schön. Damit ist besser zu ertragen. Boah. Ja, noch du bist. Oh Gott. Wie viel kann ich eigentlich saufen, dass es doch ungefährlich ist? Beziehungsweise wie viel kann ich überhaupt saufen? Das ist mal die Frage. Wir hauen uns jetzt mal richtig, richtig weg. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo die ganzen Flaschen landen. Ich muss mal pinkeln. Oh Gott. Oh Gott, wo das jetzt landet. Ah, da rein, nein, da rein. Da, oh komm, jetzt pinkel doch bitte in die Toilette. Da, ja, ja. Oh Gott. Wenigstens etwas. Seife. Auch schön. Oh Gott. Das ist zu hart hier gerade. Alter. Da ist die Couch. Da vorbei und da zur Kiste Bier hin. Im Boden legen, da kommen wir auch dran. Oh ja. Huch. Oh Gott. Haben wir genug Bier dabei, um uns total zu saufen. Kann man sich tot saufen? Das ist ja auch egal, wir sind ja zu Hause. Oh. Oh, das ist die Lampe. Es ist laut. Was ist nicht so laut? Oh, ist die Fernseher aus. Gut. Oh, jetzt geht Topless Gun geht los. Oh, Finish Wedding. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich vermute, ich bin langsam ziemlich voll. Oh Gott, das Bild ist ja übelst seltsam jetzt. Okay. Oh, ich glaube, ich bin zu müde. Ich muss ins Bett. Wo bin ich? Egal, Hauptsache ich trinke das Bier noch aus beim Einschlafen. Oh mein Gott. Ich bin... Magic Porto? Oh, ich muss erstmal pinkeln. Oh Gott, muss ich pinkeln? Oh. Gut,
Also wenn ihr zu viel sauft, landet ihr in einem magischen Portal und das schickt euch dann da an den Steg. Das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, um nach Hause zu kommen. Oh Gott. Testbild. Richtig, da liegt eine Flasche da. Es ist alles so zitterig, ich kann jetzt nicht aufräumen. Das ist aber wirklich krass. Alter, wo sind die gelandet? Gut, hier läuft die Nationalhymne des Testbilds. Oh Gott. Kann ich mich nochmal schlafen legen? Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ist die Sauna noch an? Sauna hilft doch bestimmt gegen alles, oder nicht? Auch gegen Kater. Oh, was ist das? Sei nicht faul. Repariere das alte Auto von deinem Dad. Der blaue Van vom Onkel kann ruhig benutzt werden, aber trink keinen Alkohol. Wir kommen zurück, wenn wir uns langweilen. Schöne Grüße, Mom und Dad. Okay, endlich bekommt das Ganze mal ein bisschen mehr Geschichte. Ich bin also ein Teenager, der das Auto von meinem Daddy repariert. Also wahrscheinlich auch für mich vermutlich, ne? Ich soll keinen Alkohol trinken? Ist das... Oh, da ist ein Basketball. Ich glaube, den gab es vorher schon. Ich habe noch nie geholt. So, wir haben tatsächlich was zu tun. Und zwar noch andere Sachen außer Basketball spielen. Erstmal Basketball üben. Nein, was ich eigentlich meinte ist, unser Auto abholen, bevor dem was passiert. Da ist ja scheinbar etwas länger dort, bis wir jetzt noch Geld verdienen. Oh. Das ist so mein Level an Sportlichkeit. Okay. Ich habe fast das Gefühl, dass der Wagen besser fährt, wenn ich so fahre. Allerdings sehe ich jetzt nichts mehr. Wow! Wie schnell fahren wir jetzt? Viel zu schnell. Oh, oh, oh. Ich weiß gar nicht, wie sicher man in diesem Wagen ist. Oh, fuck. Nicht so. Großartig. So, neuer Plan. Ich habe den kleinen Laster geholt. Der vermutlich meinem Daddy gehört. Und der Plan ist jetzt, wir schleppen hier mit den Van und mit dem Van den Satsuma. So. Muss ich irgendwas beachten von wegen Gang rausnehmen oder so? Wäre klüger, ne? N. So. Automatik darf man eigentlich nicht ohne laufenden Motor abschleppen. Ich weiß nicht, wie realistisch das Spiel darin ist, aber nur mal so gesagt. Vielleicht braucht ihr die Info irgendwann mal wirklich. Ist nämlich schlecht dafür, weil das Automatikgetriebeöl da nicht durchgepumpt wird. Das Getriebe und das Getriebe sich trotzdem dreht und dann dreht es sich halt trocken und ist ganz schlecht. Gut, dann fahren wir erstmal weiter zu... Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Fletari oder so. Wow, wieso? Nein. Oh, alles gut. Okay, vermutlich deshalb. Hallo. Stecken wir jetzt wirklich ineinander? Oh. Oh, oh. Das ist Paarungsakt in Finnland. Moment. Da. Nein, nicht den Daumen. Wo sind denn meine Hände? Nimm den Daumen wieder rein. Hit. Okay. Nein! Ah, J. Okay. Und wir haben es, glaube ich, frei. Ja. So, da sind wir gleich in Loppe. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass im Finnischen die erste Silbe betont wird. Dann wäre es ja Lope. Lope? Wie soll ich die erste Silbe betonen, wenn dahinter PP ist? Lope. Lope. Keine Ahnung. Wow. Das ist jetzt nicht so gut.
stellen den erstmal ab, Sprit zu sparen. So, jetzt neutral. Wie geht's dem Ferndale? Nicht viel besser. Okay, dann werden wir das erstmal hier lösen. Wupp. Und jetzt dauert's einen Moment. Ja, komm schon. Oh. Der finnische Tankerweitwurf. Ah! Gut. Alles super. Alles gut, alles gut. Alles gut, ich hab das im Griff, ich hab das im... Ach Mist. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 sehr gut. Geht doch. Da. Jetzt weiß ich gar nicht, ob er jetzt da ist, wenn ich jetzt komme. Aber ich schleppe ihm das Ding erstmal. Vielleicht dreht er sich ja sogar noch. Sieht nicht sonderlich danach aus. So, Fahrzeuglieferung. Jotendach, Sie haben eine Muscle Car bestellt. Bitteschön. Ich stelle ihn auch den Motor ab, Moment. Hm. Moment, schalten ihn auf P. So, und Zündung aus. Sehr schön, war hier nicht noch Bier drin? Ich glaube im Kofferraum. Ach, ja. Traumhaft. Allerdings ist es eigentlich ziemlich Blödsinn, den Setsuma hier wegzuschleppen. Einfach weil ich ihn dann wieder nur zerstöre bei dem Versuch, ihn von jetzt weg zu transportieren. Also nehmen wir einfach den Van mit. Leere Kiste Bier, großartig. So. So. Ich möchte mal kurz was gucken, wenn wir schon mal hier sind. Hast du vielleicht was zum Abpumpen? Also abzupumpen? Weiß schon. Nein, aber ich bin...